Ja, Freunde, ne? FIFA 14. Die Champions League, nachdem das letzte Spiel, ja, ich will nicht sagen unnötig, sondern einfach nur komplett dämlich verloren ging. Ach komm, das ist doch schwarz. Swansea gewinnt 0-1 durch ein Tor, wo ich mir denke, ja, komm. Also, ja. Es war verdient, die Man City-Leistung war unter aller Sau. Mit sowas muss man am Ende leben. Champions League, ja, Kopf frei kriegen, das ist eine andere Situation. Das erste Gruppenspiel, 1-0 gewonnen gegen Moskau. Super Ausgangsposition. Die Gruppe ist nicht die allerstärkste. Von daher, es sollte hier was möglich sein. Touré, Nuni. Nuni macht es gut. Wird hier ein guter Körpereinsatz. Schade. Ich meine, wenn ich durch eine ordentliche Aktion abgeräumt werde, dann sage ich, okay, na gut, kann ich mit leben. Aber nicht durch Schwachsinn. Gefährlich. Ich glaube, es war Silva. Ja, Silva hat es super gemacht. Nuni ist da, Kopfball. Nicht so. Kompany. Ah, da war wohl keine Hand im Spiel. Ja, wahrscheinlich nicht. War eine echt kurze Distanz. Oh Gott, hart auf Silva. Kumbia. Kann sich den Ball zurückerlaufen mit ein bisschen Glück? Nicht, wenn der Keeper steht. Dann nicht. Nuni, super. Nuni, super. Und, oh, warum hat er da gezögert? Ist der Ball wahrscheinlich ein bisschen versprungen wegen des Regens. Schade, aber gut gespielt. Auf der anderen Seite leider jetzt. Cornelius. Ich glaube, den Namen kenne ich sogar von Koppenmann. Cornelius, der sagt mir was. Oder der ist so klischeehaft dänisch. Kann auch sein. David Silva, Dumbia. Da vorne startet Loni, aber etwas ja, schlecht getimt, wenn man ehrlich ist. Loni, super. Der ist ja wendig heute. Der ist ja schnittig heute. Loni. Eckball. Ja, wieder. Northampton wollte ich schon sagen. Die macht der Gewohnheit. Man City startet sehr gut in dieses Spiel. Deutlich besser als das letzte. Das ist klar. Das war schon der, keine Ahnung, wie viele Lattentreffer von Loni nach Ecke. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall, was wollte ich sagen. Ein super Start, das muss man anerkennen. Auch wenn Loni hier gerade einmal versaut hat, aber alles in allem, ja, man muss ja über die Zeit mitteln. Alles in allem kann man damit super arbeiten bisher. Und wenn das so aufrechterhalten wird, dann sehe ich keine Gefährdung des Sieges heute. Ja, keine Gefährdung eines Sieges. Keine Gefährdung des Sieges, klingt ein bisschen komisch. Eines Sieges. Loni? Junge, du bist größer als der, dann könntest du auch mal. Arbeit mal für dein Geld, Wahnsinn. Loni. Warum nicht einfach mal drauf? War ein Spiel. Sag ich, okay. Kein Problem. Ah, naja. Höhe war gut. Richtung etwas abgedriftet. Aber ja, man muss auch einfach mal so einen Freistoß erzwingen dürfen. Durch, ja, es war eigentlich Schwachsinn, wenn man ehrlich ist. Dass da jetzt irgendwas drin ist. David Silva. Abseits? Fragezeichen? Nein, okay. War nicht sicher. Ball ist sowieso weg. Aber man lernt ja auch mit. Also man kriegt ja auch irgendwann so ein bisschen ein Gefühl für Abseits. Entweder man kriegt den Blick für den Linienrichter oder wenn man den nicht sieht, dann so ein bisschen Gefühl dafür, wann es schlauer wäre, im Rahmen der Zeit der Spanis zurückzuziehen. Und den Ball nicht zu holen. Oder da und da nicht hinzuspielen. Also. Also immer lehrreich, wenn auch schlecht. Okay, Dumbia laut vorne. Oh! Der Ball kann sogar halbwegs gefährlich. Wahnsinn. Und ab geht's. Zabaleta. Jesus Navas. Dumbia. Loni. Loni macht das gut. Dumbia! Da hat er doch das Auge für seinen Mitschirmer. Wahnsinn. Respekt, gut den zu machen. Klar, wenn der Keeper direkt vor einem steht und den Ball eigentlich schon hat, da keine Vorwürfe. Aber allein das so rauszuspielen, ist Zeug von enorm hoher Mannschaftsqualität. Auf so einem Top-Niveau muss man so spielen dürfen. Schlimm, seit ich Oli Kahn im ZDF als Kommentator gehört habe, ich muss ihn einfach nachmachen. Es ist so, nachmachen ist wert einfach. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören, muss man sagen. Kolarov.
Touré. Hätte man besser. Na doch, hätte man besser machen können. Ein bisschen ohne Peilung, würde die Jugend heute sagen, wahrscheinlich. Diese jungen Kerlis. David Silva. Noni. Gut gesehen, dass der Dumbia mitgeht. Jetzt mal Navas, komm. Nicht aufhalten lassen. Navas, das ist Navas. Wo war das denn hingespielt? Was war das? Bitte. Okay. Danke für den Einwurf, sage ich da. Und ab geht's. Danke für den Ballverlust, sage ich. Und wieder sich. Man darf ihn im Spiel nicht zu weit werfen. Das muss ich echt langsam mal lernen. Auch wenn ich denke, oh ja, der ist ja gerade frei, aber das stimmt ja nicht. Da bist du ja mal hingeworfen, aber da hat die KI längst schon gecheckt, was abgeht. Das ist ja nicht dämlich. Meistens. Na komm, das ist doch jetzt Müll. Konnte ich jetzt wirklich nichts machen gegen. So, nicht mal Abstoß. Nicht mal Abstoß. Gefährlich. Warum? Man sieht, die spielen ein Wahnsinnsspiel vorne. Und dann kriegen die eins reingeballert. Warum? Wieso? Ich verstehe es nicht. Loni. Loni. Jawohl. So antwortet man die Pisa. Ja, 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 ja. Okay, zum Wohl meiner geistigen Gesundheit ist dieser Ball bitte drin. Das war auch mega Glück, das muss man sagen. Der Schuss nicht mehr, der Schuss war nur noch Weltklasse. Sich da durchzuwurschteln, okay. I don't care. Ziemlich auf englischen Trip zurzeit, aber ist mir egal. Denn Man City hat vollkommen zu Recht ausgeglichen. Hat sich das über die ganze Halbzeit bisher erarbeitet. Also, es war der logische Schritt hier, das 1:1 zu erzielen. So, können wir bitte abpfeifen? Ich bin nämlich durch mit dieser Halbzeit. Dankeschön. Das wäre cool. Oder Dumbia, will er noch einmal? Dumbia, will er noch einmal? Dumbia! Das wäre es gewesen jetzt. Halbzeit. Ja, okay. Das wäre es gewesen. 1-0 nach 1-2 in Minute 45 alles. Das war mir dann scheinbar doch nicht vergönnt. Aber ist kein Problem. Wir haben noch genug Zeit. Hier kann alles gehen. Fernandinho kommt für Rodwell. Gut, man muss sagen, ich hätte nicht gewusst, dass Rodwell überhaupt auf dem Platz steht. Das klingt jetzt zwar hart, aber es ist so. Von ihm überhaupt nichts zu sehen heute. Was natürlich schade ist, aber ist halt so. Oh, Dumbia. Dumbia. Fuck. Muss man mal explizit sagen dürfen. Mist. Mist, elendiger. Rex Chisto. Also, Kompanie. Cornelius. Hat das 1-0 schon geschossen. Und die Fans sind auch gerade ein bisschen heiß geworden, aber die Abwehr steht zum Glück. Und dieser Ball war zum Glück auch im Aus. Loni. Neuer Versuch. Gut getimt. Könnte was werden. Dumbia. Dumbia. Gut, Dumbia. Super Parade. Und da geht auch schon Jovetic. Mit der neue Timoglioni Sturmpartner. Da ist er ja schon. Loni. Warum? Ich habe ein Tor geschossen. Warum gibt es jetzt Elfmeter? Freunde, das ist Schwachsinn. Ernsthaft. Aber immer ist der Ball drin. 2-1. Loni ist hingefallen. Kein Problem. Er hat Schmerzen. Man weiß es nicht. Aber das war doch Bullshit. Junge, wenn der Ball drin ist, dann pfeift man doch nicht Elfmeter. Ich habe da irgendwas mit Vorteilen nicht verstanden, glaube ich. Also, Entschuldigung. Naja, Ball ist drin. Nicht beschweren. Wenn er nicht drin gewesen wäre, dann hätte ich mich echt aufgeregt. Also dann wäre ich voll ausgerastet. Das ist Abseits von Jovetic, ja. Schön, dass gespielt war, aber die Abseitsfalle zugeschnappt. Meine Stimme kratzt mal langsam wieder ab, aber das ist ja nichts Neues in diesem Spiel. Let's Play, Dings da, Kompanie. Ab nach vorne, einfach mal klären. Warum nicht? Jorgensen. Ist überhaupt nicht klischeebehaftet, der Name. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, oh, der ist aus Dänemark. Like, seriously. Loni. Ja, warum nicht mal Loni? Das war zu viel. Hat sich bedrängt gesehen, hat gesagt, gut, dann schieße ich besser, bevor der Ball direkt verloren geht. War im Endeffekt scheißegal, welche Entscheidung er trifft. Das kannst du vorher nicht wissen. Cornelius. Kompanie gewinnt das Kopfballduell und Jovetic.
komm schon, Jovetic, das kriegst du hin. Kriegt er nicht hin, okay. Muss ja nochmal anfeuern dürfen. Ich finde, das gehört dazu. Vertrauen in seine Spieler zu haben. Und wie weit es jetzt meine Spieler sind. Oder ob ich nicht einfach nur Kommentator bin. Naja, kann man jetzt diskutieren. Moni? Das war gar nichts. Was wollte er da erreichen? Das ist fragwürdig. Das war auch nichts. Loni, na komm. Immerhin geklärt. Gute Abwehraktion, sage ich nichts gegen. Mit 11 Saisontoren einer der leckeren in dieser Mannschaft. Das, ja, muss man auch ganz klar sagen. War eine deutliche Bereicherung. Kam ja von St. Pauli. Was sich in England auch fragt. Was? Aber es gibt noch echte Talente auf der Welt. So, Loni. Boah, das ist traumhaft gespielt. Na, Wasch. Und da steht da einer im Weg. Aber haben sie das gesehen? No look. Und ich glaube, es war sogar noch Hacke dazu. Also, wow. Der Typ hat es einfach drauf. Also beide, Navas und Loni, haben das super gemacht zusammen. Okay, Navas hat gezeigt, er kann Hacke doch nicht so gut spielen. Okay. Navas, neuer Versuch. Man hat gesehen, er war unentschieden. Ob er jetzt, was er jetzt mit dem Ball genau machen soll, er wusste es nicht. Dementsprechend ging er dann noch ganz einfach verloren. Leider. Toll, Vorteil. Wird laufen gelassen. Jakobsen. Überhaupt kein klischeemäßiger dänischer Name. Klotmier. Naja, okay, das vielleicht schon. Handspiel. Nein, okay. Ich war nicht sicher, ob das Handspiel ist. Loni geht raus. Für ihn. Ich kann es natürlich wieder nicht sehen. Sagt er einfach mal an hier, meine Güte. Scapuzzi, was ist das denn? Das kenn ich ja gar nicht. Das ist einfach durch Scapuzzi. Also, ui. Ach, knapp. Scapuzzi ersetzt, von mir aus. Jakobsen sieht aus wie der Rote. Verrückten Morgen. Schubetic. Ich hab da nicht hingespielt. Wie kommt denn das Spiel darauf, dass ich da hingespielt habe? Schau mal da unten, ne? Da war der Ball. Jetzt an dem Spieler, die 21 oder so. Ne, 20, ich sehe es nicht. Wahrscheinlich war es Dumbia. Dumbia ist nicht mehr drin. Ist doch egal. Ich hab da auf jeden Fall nicht hingespielt, verdammt. Get your shit together. Komm mal klar, ja. Ja, komm. Ey, was ist das denn bitte? Wo war denn das ein Foul? Mit Foul meine ich nicht Schwachsinn. Boah, ey. Kannst du dich nur aufregen, du was. Kapuzzi. Das war nix. Hat seine erste Aktion verkackt. Erster Eindruck, scheiße. Der kommt nie wieder ins Team. Weil ich das nur beeinflussen könnte, ne? Kann ich aber nicht. Okay, Nastasic steht richtig. Wer richtig steht, hat recht, ne? So geht ja der Spruch. Jovetic. Jovetic, gut, gut! Und das war's. Ist sein Geld auf jeden Fall wert, egal wie viel er gekostet hat. Irgendwann mal, keine Ahnung. Aber super gemacht. Und den Ball hält sie nicht. Keine Chance, Junge. Man City gewinnt. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Über wie verdient muss man eine Diskussion führen dürfen. Oder ob noch höher oder so. Ne, ich finde es in Ordnung. 1-3 geht schon. Das eine Gegentor zeigt, dass man einfach einmal total geschlafen hat. Und dann passiert eben sowas mal. Die drei Tore zeigen die anschließenden Angriffsbemühungen, die durchaus berechtigt und auch gut waren. Tut mir. Ja, da stand wohl jemand im Weg von mir. Es tut mir aber leid. Jovetic, Fernandinho. Da geht noch einer, komm. 1-4 noch. Da habe ich wieder nicht hin, aber naja. Oh gut. Oh, komm. Hast dich so gut angestellt, Junge. Versaust dir doch nicht. Geht da noch was? Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Die sind schon wieder so nah an der Linie. Ich hasse das. Habe ich schon mal erwähnt, aber es stimmt ja immer noch. Hat sich ja nicht geändert. Ich hatte im letzten Mal, dass ich gesagt habe, dass ich Linienspiel hasse. Ich glaube, im letzten Spiel war das. Tut mir. Jovetic kommt angerauscht. Schlechtes Timing. Vielleicht doch noch das 2-3, Fragezeichen. Nicht, dass es noch relevant wäre. Jorgensen. Jorgensen! Ja, weiß nicht, warum die Fans jubeln. Das Spiel ist im Prinzip aus. Aber gut, dass Jovetic noch getroffen hat. Sonst hätte ich echt sauer sein müssen. Dankeschön. Sieg ist Sieg. I don't care. Mal wieder, jetzt mein Catchphrase, glaube ich.
Aber natürlich war der Meilenstein und der, ja, der, also es war unglaublich wichtig, dass Looney noch kurz vor der Halbzeit dieses 1-1 schießt. Und ja, dann zahlt sich Qualität eben noch aus. Wir können schon mal, es ist Spieltag 2 rum, wir können glaube ich mal auf die Champions League gucken. Chelsea, PSG, relativ erwartet. Roma, Man U, das sieht auch so aus, wie ich es gedacht hätte. Barcelona hat unentschieden gespielt. Gegen Galatasaray war es. Oder gegen Malmö. Wahrscheinlich gegen Malmö. Nee, sicher gegen Malmö sogar. Ja, na klar, sicher gegen Malmö. Ich bin Mongo. Okay, Galatasaray, ja gut. Real Wolfsburg ist euch auch nicht verkehrt. Bayer Leverkusen ist gar nichts. Man City beide vorne. Gut, Benfica hat Moskau scheinbar total zerlegt. Kann ich auch nichts gegen machen. Und Dortmund und Celtic. Liverpool, da geht noch ein bisschen mehr. Die Bayern, natürlich die Bayern in so einer Gruppe. Wie kann Milan zweimal verloren haben? Sind wir recht an. Freunde, die Champions League, es sieht interessant aus. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Aber erstmal Liga, Hull City. Ich will mal im dritten Trikot spielen, sieht geil aus. Hull City gegen Man City. Mal wieder ein City-Duell.